Nur fliegen ist schöner, so lautet ein bekannter deutscher Ausspruch. Zum sicheren Starten und Landen gehört aber auch eine gut präparierte Start- und Landebahn. Gerade die Landung auf dem Güstrower Segelflugplatz ist in den letzten Jahren sprichwörtlich härter geworden, weiß Peter Maisberger. Ja, unsere Landebahn vorher war sehr hügelig, sehr wellig und wir haben über die Zeit einfach Schäden am Flugzeug produziert und wir mussten jetzt reagieren. Zudem haben Maulwürfe und Wildschweine den Boden derart aufgewühlt, dass sogar manches Rad eines Segelfliegers komplett in der Wiese stecken blieb. Nun soll eine Landebahn aus sogenannten Perfoplatten Abhilfe schaffen, die eine Traglast von bis zu 5 Tonnen aushalten und speziell für einen derartigen Wiesenuntergrund geschaffen wurden. Die Barlachstadt Güstrow unterstützt dieses Bauvorhaben mit gut 90.000 Euro aus beantragten Landesfördermitteln. Aus Kostengründen haben sich die Mitglieder des Aero-Clubs Güstrow für eine Einbettung in Eigenregie entschieden. Der Entwickler der stabilen und langlebigen Kunststoffplatten, Trevor Archer, ließ es sich nicht nehmen und führte die Einweisung in Güstrow persönlich durch. Ja, die Startbahn wird eine Endlänge von 800 Metern haben. Wir haben eine Breite von 40 Meter und wir legen diese Platten auf 8,40 Meter Breite aus. Wir haben am 3. Oktober angefangen, 7.30 Uhr treffen wir uns und wir arbeiten durch, bis die Sonne untergeht, also irgendwo 19 Uhr. Dann ist auch gut und wir hoffen, dass wir am Montagabend, spätestens am Dienstag fertig sind. Spätestens im neuen Jahr werden dann alle Segelflieger in den Genuss einer sanfteren Landung auf der neuen Landebahn kommen. Aber auch der Start und der Gewinn an Höhe wird schneller möglich sein, da man nicht mehr von kleinen Unebenheiten auf der Wiese ausgebremst wird. Auch motorisierte Kleinflugzeuge, wie die Cessna, könnten dann den Segelflugplatz in Güstrow problemlos anfliegen.